Herzlich willkommen zur neuen Folge Die Lage in Karlsruhe. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wir sind zu Gast bei der Luftsportgemeinschaft Rheinstetten. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Viel Spaß bei dieser Folge. Zwei ganz interessante Gesprächspartner haben wir heute hier versammelt im Hangar. Da ist der Herr Flick vom Segelsportverein. Habe ich falsch rum gesagt? Ja, von der Luftsportgemeinschaft Rheinstetten. Genau, dankeschön. Und der Herr Botrogi von? Von der Naturstrom Rheinstetten Bürger Energiegenossenschaft. Genau. Herzlich willkommen. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Uns hat es hierher gezogen, weil Sie mit dem, was Sie hier machen, schon gewisse Fragen beantworten, die wir haben als Bürger, als politisch interessierte Menschen und engagierte Menschen. Bevor wir einsteigen in die Fachfragen, wäre es interessant zu hören, Herr Flick, von Ihnen, was treibt Sie hier um? Also, wie Sie schon richtig gesagt haben, ich bin hier in der Luftsportgemeinschaft Rheinstetten. Wir bestehen aus drei Vereinen, also das ist praktisch so ein Dach über drei Vereine. Der Flugsportverein Karlsruhe, das ist der größte Verein mit fast 400 Mitgliedern. Dann Luftsportverein Ettlingen mit rund 200 Mitgliedern. Mhm. Und die Hochschulgruppe Ackerflieg hat auch rund 200 Mitglieder, also auch Alumnis und Aktive. Mhm. Und wir befinden uns jetzt hier im Hangar, nicht im Hangar 7 in Salzburg, sondern im Hangar 1 in Rheinstetten. Sie sind hier sehr ökologisch und sehr energieeffizient ausgerichtet. Innovativ habe ich auch gehört. Was hat sich da in der letzten Zeit verändert? Ja, also es hat natürlich auch bei uns ein Umdenken stattgefunden. Oder immer schon eigentlich so, weil Segelflug verbindet man ja auch immer, sagen wir mal, mit Fliegen, Freiheit, mit Fliegen ohne ohne Sprit, ohne Umweltverschmutzung etc. Wie ein Vogel so frei. Mhm. Und wir haben einige Themen angegangen in den letzten Jahren eigentlich hier. Sei es, dass wir unsere Beleuchtung auf LED-Beleuchtung umgestellt haben. Wir haben in Elektroinfrastruktur investiert hier und haben eine Elektrowinde gekauft, so vom Preis noch eigentlich günstig. Also ist das hier günstig? Vor Inflation. Ja, günstig ist relativ natürlich, aber so 130.000 Euro haben wir da schon ausgegeben eigentlich für diese Winde. Und für diese Winde nutzt man den eigenproduzierten Strom. Und der reicht eigentlich im Peak sogar aus, um die Winde komplett zu betreiben. Da brauchen wir keinen Fremdstrom mehr. Wir können die Winde dann laden, die hat einen Puffer in Form von Bleibatterien. Und mit dieser Winde können wir dann die Segelflugzeuge hochziehen. Hatten jetzt gerade vor 3 Wochen eine Einweihungsfeier. Also die Winde wäre sozusagen dieses Gerät, wo Sie die Flugzeuge rein und rausziehen. Die Elektrowinde, mit der kann man praktisch ein Segelflugzeug den Himmel hochziehen. Mhm, genau. Auf 350 bis vielleicht sogar 400 Meter hoch. Das ist ein sehr modernes Gerät, sehr voll elektronisch. Regelt den Windenstand, man hat praktisch einen Schieberegler, stellt ein, was ist für ein Flugzeug. Also so ein ASK 21 zum Beispiel, ja, das stelle ich ein. Und den Rest schaue ich zu, wie die Winde das dann tatsächlich macht. Großartig, ja. Das ist so das Thema jetzt. Dazu braucht es natürlich Infrastruktur. Wir mussten Kabel legen, also wir haben hier im Flugplatz haben wir praktisch einmal quer durch Starkstromkabel verlegt, um die Winde von zwei Seiten anzuschließen. Das muss man deshalb machen, weil abhängig von den Windverhältnissen starten wir in Richtung 0,2, also nach 20 Grad, also Richtung Norden fast gerade, oder Richtung Süden, je nachdem, wo der Wind herkommt. Ja. Deshalb brauche ich zwei Anschlusspunkte für diese Elektrowinde. Und entsprechend haben wir noch andere Infrastruktur, wie zum Beispiel diese Elektrobuggies, für die wir halt Ladegeräte auch brauchen. Und zwar, die hängen auch alle an diesem eingespeisten Strom von meinem Botrogi. Genau. Also Sie haben hier auch viele Jugend unterwegs, hier engagiert, auch Studenten. Erzählen Sie mal ein bisschen aus diesem Hintergrund, was Sie da machen. Also wir haben hier an die 100 Jugendliche. Da kommen
Teenager und Twins dazu, auch also bis 25-Jährige, zählen wir zu unseren Jugendlichen. Das sind also um die 100 eigentlich, die in der Ausbildung sind bei uns, die den Flugsport erlernen von der Pike auf. Hier am Platz halt auch den Teamgeist mitbekommen, die Verantwortung mitbekommen, die man halt braucht, um überhaupt diesen Flugsport ausführen zu können. Speziell die Hochschulgruppe Ackerflieg hat Studenten, das sind also nur Studenten, die dort aktiv an Projekten auch beteiligt sind. Und so bin ich auch zum Fliegen gekommen. Ich habe begonnen mit einem Projekt, ein Segelflugzeug zu bauen. Das war aber schon in den 80er Jahren. Ja, das fliegt heute aber noch. Das war das erste Segelflugzeug in Phaseverbundbauweise, was wir in unserer Hochschulgruppe gebaut haben. Uns Fliegen ist halt obligatorisch. Man engagiert sich in Projekten, hat so ein Verständnis für die Fliegerei, fliegt dann auch letztendlich schon auf Flugausbildung. Und das sind rund immer so um die 30 aktive Studenten, die in ihrer Freizeit sich in diesen Projekten engagieren und damit auch bis zu, sagen wir, 300 oder noch mehr Stunden im Jahr in dieses Hobby auch investieren. Es gibt aber auch sehr viel Ausbildung in den anderen Vereinen. Da kommen auch sehr viele junge Menschen, die Spaß haben in der Fliegerei, die vielleicht schon als Kind schon mit Modellflug begonnen haben, dann aber sich mal ins Segelflugzeug im Flugtag reinsetzen, dann die Begeisterung mitnehmen, hier sind und sich ausbilden. Ist bunt gemischt auch, Weiblein, Männlein gibt es bei uns so ein gutes Verhältnis. Das war mir bis dahin gar nicht bewusst, dass Sie sozusagen so eine soziale Verantwortung wahrnehmen. Segelflugzeug hört sich sehr individualistisch an, aber ist es gar nicht. Also, in der Tat, es ist ein Teamsport. Man kommt fast nicht in die Luft, wenn man versucht, es allein zu machen. Es gibt zwar eigenstartfähige Segelflugzeuge, aber die muss man auch erst mal zusammenbauen. Hier stehen jetzt beispielsweise im Hangar zwei doppelsitzige Schulflugzeuge, die aufgebaut sind. Der Normalfall ist, dass man die zusammenbaut am Morgens, wenn man so sagen wir mal, 9 oder um 10 startet. Steckt man die zusammen und so ein Flügel ist nicht gerade so leicht. Da braucht man schon einige Leute, um so ein Flugzeug dann zusammenzubauen. Insofern ist es ein Teamsport und es ist halt auch eine hohe Verantwortung, wenn jemand auf einer Winde sitzt, wenn jemand einen Start durchgibt, wenn jemand am Funkgerät sitzt, wenn jemand als Flugleiter hier was macht oder wenn jemand an einem Flugzeug beispielsweise eine Reparatur durchführt, muss man sich halt darauf verlassen können, dass es halt gelernt war und dass es auch funktioniert. Ja. Und das verstehe ich halt unter Teamgeist einmal, aber auch unter der hohen Verantwortung, die dann jeder Einzelne auch tragen muss, die Gemeinschaft. Also soziale Verantwortung und ökologische Verantwortung. Und im Rahmen der ökologischen Verantwortung sind Sie ja auf die Frage gekommen, wie können wir Strom irgendwie günstig kriegen oder was war die Frage? Ja, also wir hatten ein Programm oder uns haben ein Programm auferlegt eigentlich, dass wir ursprünglich mal gesagt haben, wir haben auch so Ziele, eine Strategie entwickelt eigentlich aus dem Vorstand raus, dass wir mit den drei Vereinen zusammen irgendwann mal klimaneutral werden wollen und haben das mal als Zielhorizont schon 2025 gesetzt, was jetzt nicht mehr in allzu ferner Zukunft ist. Wir haben aber jetzt nicht erst heute begonnen, sondern wir haben schon mit einigen Maßnahmen schon früher auch geplant und haben Hallen gebaut, haben das entsprechend vorbereitet, sodass wir jetzt eigentlich so unser Programm umsetzen können. Und das heißt da mit Strom, den wir selber produzieren, Segelflugzeugstarts zu machen oder auch Segelflugzeuge, wie vorhin gesagt, mit so einem Elektrobuggy, das sehr beliebt ist, vor allem bei den Jüngeren, zum Golfcaddy hier über den Platz zu fahren, so ein Segelflugzeug zurückzuholen, das macht Spaß. Schön. Und da kommt der Herr Bodrogi ins Spiel. Wie kam diese Beziehung zustande, so zwischen Ihnen, zur Bürgergenossenschaft? Die Beziehung, die ursprüngliche Initiative kam aus dem Vorstand der Luftsportgemeinschaft, der insgesamt, kann ich glaube ich so sagen, nach meiner Empfindung sehr innovativ, sehr rege ist und sich auch sehr vernetzt in die Strukturen hier in Rheinstetten. Und so hatten wir mehrere Kontakte oder mehrere Gespräche mit dem Vorstand der Luftsportgemeinschaft, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ihr Naturstrom Bürger Energiegenossenschaft macht ja was Neues, wir wollen da gern euer Partner sein und so sind wir hier zusammengekommen.
Schauen wir uns nochmal diese Bürgerenergiegenossenschaft ein bisschen an. Die Frage ist, warum haben Sie nicht nur mal einen Verein gegründet? Warum ist eine Bürgergenossenschaft dazu nötig? Wir haben am Beginn natürlich schon darüber diskutiert, in welcher Rechtsform wir diese Idee umsetzen wollen. Und die Idee, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, war einfach auch ähnlich wie hier, dass wir gesagt haben, wir wollen Rheinstetten in einem absehbaren Zeitraum CO2-neutral gestalten. Das heißt, wir wollen so viel Strom in Rheinstetten produzieren, zumindest wie die privaten Haushalte in Rheinstetten verbrauchen. Das war so unser grobes Ziel. Und da wollten wir eben nicht nur große Sprüche klopfen, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig, sondern was mein Antrieb vor allem ist, aber auch der Antrieb der anderen Gründungsmitglieder ist, der, wenn ich irgendwo höre, wir müssen dies und jenes und das müssen wir machen, dann finde ich das außerordentlich unbefriedigend, denn mit wir wird es meistens irgendwo abgelegt und verläuft im Sande. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen es tatsächlich. Wir machen es tatsächlich, wir gründen eine Bürgerenergiegenossenschaft und die Genossenschaft, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben die Rechtsform, wir haben das am Anfang schon intensiv geprüft, in welcher Rechtsform wir unsere Idee umsetzen wollen, realisieren wollen und haben die Rechtsform der Genossenschaft genommen, weil die Genossenschaft einfach die Möglichkeiten bietet, die wir haben wollen, nämlich die mögliche Einbeziehung aller Bürger, die Interesse haben, irgendwas für die Umwelt zu tun, die vielleicht nicht die großen finanziellen Möglichkeiten haben oder auch nicht die Infrastruktur haben, sprich nicht über ein eigenes Hausdach verfügen. Und hier bietet die Energiegenossenschaft eben den idealen Rahmen, um jeden auch mit ins Boot nehmen zu können. Darf ich mal kurz fragen, wie viele Mitglieder Sie gewonnen haben mittlerweile und wie hoch das Potenzial ist, dass Sie investieren können? Ja, das ist eine Frage, die ich gern beantworte. Da sind wir auch ein bisschen stolz darauf. Unsere Genossenschaft ist ja noch sehr jung. Wir sind erst im August 2021 ins Register eingetragen worden, also seit diesem Zeitpunkt rechtsfähig, sprich seit einem guten Jahr, und haben innerhalb dieses Jahres jetzt aktuell 755 Mitglieder. Da sind wir richtig stolz drauf, denn wir sind aus dem Stand damit eine der größten Energiegenossenschaften in Baden-Württemberg. Jetzt, Herr Flick, die Frage ist, warum haben Sie das nicht selber gemacht, hinaus eine kleine Bürgerenergiegenossenschaft sozusagen gründen können und das selber abwickeln. Sie haben sich aber entschieden, mit der Bürgerenergiegenossenschaft hier vor Ort zu arbeiten. Der Grund ist einfach, es ist brillant einfach. Ich habe einen Vertrag und ich habe jemanden, der es machen kann. Man muss nicht alles selber machen. Es ist nicht unsere Kerndisziplin, einfach hier jetzt einmal Strom auch selber zu produzieren. Natürlich hätten wir Leute, die fit genug wären, sowas zu machen, aber es ist auch eine Zeitfrage. Wir wollten ein Gesamtkonzept umsetzen. Und da war eigentlich genau die Initiative Naturenergie, kam genau zum richtigen Zeitpunkt und liefert auch die Ergebnisse, die wir haben wollen. Sprich, von Naturenergie ist natürlich der Vorteil, wenn Sie jetzt zum Beispiel einspeisen ins Netz, haben Sie weniger Einspeiseentgelt, als wenn wir sie bezahlen zum Beispiel. Und wir haben noch weniger zu bezahlen bei Naturenergie, als wenn wir die Energie aus dem Netz beziehen müssten. Ja. Insofern ist das eine Win-Win-Situation, die sich sehr schnell natürlich auch bezahlt macht für uns. Um Ihre Frage nochmal zu ergänzen, beziehungsweise die Antwort zu ergänzen, eine Genossenschaft zu gründen, das klingt relativ easy, aber es ist doch nicht ganz so trivial. Also es ist schon eine relativ große Vorlaufzeit, ein relativ großer Aufwand damit verbunden. Das heißt bei uns konkret, wir haben etwa ein Jahr gebraucht, um die Zulassung zum Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband zu erhalten. Das ist schon richtige Knochenarbeit, die da am Anfang notwendig ist. Und das macht man nicht gerade so nebenbei. Nebenbei, ja. Genau, meine Frage wäre, haben Sie jetzt einen Vertrag miteinander gemacht, dass Sie Strom zu einem bestimmten Preis bekommen? Ja. Und über welche Zeitdauer wird der Preis konstant bleiben? Wie sind da die Modalitäten? Ist eigentlich
wenn die Investition mal gemacht ist, ist ja eigentlich nur die Abschreibung da, eigentlich bloß die Gerätschaft. Das heißt, der Strom dürfte eigentlich nicht viel teurer werden. Im Gegensatz zum Strom, den wir aus dem Netz beziehen, der momentan gerade von politischen Ereignissen etc. bestimmt wird, ist es eigentlich eine relativ sichere Sache für uns. Ich kann das vielleicht konkret beantworten in Ihrem Fall. Die Konstruktion ist die, dass die Luftsportgemeinschaft Strom bezieht auf 20 Jahre zu einem festen Satz. Auf 20 Jahre Preissicherheit. Mit 20 Jahren Preissicherheit. Mhm. Und zwar zu einem Satz, ich will jetzt da nicht die ganzen Details offenlegen, aber von unter 20 Cent pro Kilowattstunde. Und Sie alle wissen, wo wir uns im Moment bewegen. Also man kann sagen, Sie machen ein gutes Geschäft. Eigentlich ja. Und Sie machen auch ein Geschäft? Wir machen auch ein Geschäft. Ich denke schon, dass es einigermaßen fair verteilt ist. Mhm. Wir werden keine Riesenüberschüsse mit dieser Anlage erzielen. Das hängt aber auch damit zusammen, also die Möglichkeit, so günstige Konditionen bieten zu können, hängt auch damit zusammen, dass wir unsere Fixkosten sehr, sehr, sehr niedrig gehalten haben. Wir sind sehr schlank aufgestellt, natürlich alle ehrenamtlich, haben nur ein Minimum von Fixkosten und das hilft uns natürlich dann auch. Und so wollen wir aber auch in Zukunft weiterfahren. Also Sie arbeiten ehrenamtlich, Sie auch? Ja. Also alles zum Wohle der Stadt oder zum Wohle von Rheinstetten, natürlich auch von Karlsruhe. Ja. Also man kann sehen an Ihrem Beispiel, dass man doch ganz viel erreichen kann, wenn man nicht gleich die ganze Welt verändern will, sondern konkret vor Ort an einem Projekt beginnt. Richtig. Ja. Dann muss natürlich die Konstellation auch stimmen. Also das heißt, es ist nicht so, dass ein Ehrenamt ganz stressfrei ist. Ja. Da gibt es viele Ideen in so einem Verein. Und wir haben halt die Konstellation auch so gewählt mit der Luftsportgemeinschaft, die als eigener Verein praktisch über drei Vereinen thront. Also mehr oder minder machen wir die Agenda, moderieren auch unstimmige Themen weg und sagen so die Richtung vor aus der Luftsportgemeinschaft heraus als Vorstände, während die Vereine selber dann die Exekutive sind. Mhm. Die müssen es dann auch ausbaden, ja, mit ihren Mitgliedern. Mhm. Was wir Baldorfern und da mal gesagt haben, letztendlich, das ist halt einfach naheliegend, sagen wir, so ein Konzept hier auch bei uns umzusetzen, weil da passt es einfach gut dazu. Auch mit unseren Investitionen in Elektromobilität rein, Elektrowinde, Elektrobuggies, passt es super. Ja, das ist, wir können praktisch uns selber versorgen damit. Ja. Und das zum Preis, der aus dem Netz raus so nicht beziehbar ist. Das ist nicht möglich. Ja. Jetzt eine Frage, den Sommer haben wir richtig schöne Ernte gehabt von der Sonne her. Also Grund der Freude eigentlich für so eine Anlage. Aber trotzdem gibt es Zeiten, wo man mehr Strom produziert, als das abgenommen wird, als das hier verbraucht wird. Was machen Sie mit dem? Ja, die Konstruktion ist ganz einfach, dass es so ist, dass der Strom, der benötigt wird, also die Anlage ist technisch so gestaltet, dass der Strom, den die Luftsportgemeinschaft benötigt und der im Moment auch produziert wird, separat abgezeigt wird, sagen wir mal so. Mhm. Und alles, was eben übrig ist, was nicht verbraucht wird, wird ins Netz eingespeist. Relativ. Und dafür kriegen Sie eine bestimmte Vergütung? Ja, für die Netzeinspeisung bekommen wir eine feste Vergütung, das ist auch ein interessantes Thema, weil da ändert sich auch ständig die Konstellation, aber diese feste Vergütung, die wir am Anfang hier festgeschrieben haben, die werden wir wahrscheinlich ändern in eine andere Vergütung. Es gibt auch eine Form der Direktvermarktung, aber da kommen wir jetzt schon sehr in die Details. Aber jedenfalls, im Moment ist es so, dass wir eine feste Vergütung bekommen für die Einspeisung und auch eine feste Vergütung von der Luftsportgemeinschaft für den Teil, den sie abnimmt von uns. Jetzt für Ihre Mitglieder wäre eine Möglichkeit, von der Bürgerenergiegenossenschaft Strom zu beziehen. Würde das gehen? Ja, rein technisch eigentlich nicht, denn der Strom wird ins Netz eingespeist. Wir sind aber dran, das ist eine interessante Frage und genau das wollen wir nämlich auch realisieren. Wir sind im Moment, nicht nur im Moment, sondern schon einige Zeit in Gesprächen, da verrate ich jetzt nichts Geheimes, mit den Stadtwerken in Karlsruhe, mit dem Ziel, einen speziellen Strom für Rheinstetten zu komponieren, sage ich mal, zusammenzustellen. Mhm. Einen Rheinstetten-Bürgerstrom, der auch eine vergünstigte
Komponente beinhaltet. Das könnte bedeuten, Ihre Mitglieder, Ihre Genossen, Genossinnen, die können sozusagen ein vergünstigtes Strom über die Stadtwerke, aber eigentlich über Sie beziehen. Ja, genau. Mhm. Genau. Voraussetzung ist, da wollen wir eigentlich hin, dass die Strombezieher auch Mitglieder sind bei uns. Mhm. Aber wir arbeiten auch an einem Modell, einem Zweistufenmodell, das es ermöglicht, allen Rheinstädtern, auch die nicht Mitglied sind bei uns, warum auch immer, denn eigentlich gibt es keinen Grund dagegen, also allen Rheinstädtern einen günstigeren Strom zu liefern. Aber den Rheinstädtern, die in der Bürgerenergiegenossenschaft noch engagiert sind, noch einen Zuschlag oder noch einen kleinen Abschlag zu machen. Ich glaube, ich engagiere Sie für Karlsruhe. Ne? was wären Ihre nächsten Ziele? So? Was ist in Ihrem Innovationskasten? Was lebt da gerade? Also erstmal natürlich dieses Projekt noch abschließen, auf jeden Fall. Da ist noch einiges zu tun, auch die endgültigen Anschlüsse. Auch um das wahr werden zu lassen, was Sie gerade gefragt haben, nämlich die Einspeisung auch zu realisieren für Sie. Das ist mal das Nahziel, was wir jetzt haben. Ich habe da jetzt hoffnungsvoll von November diesen Jahres gehört, dass wir das Ziel vielleicht doch noch dieses Jahr erreichen. Und dann haben wir eigentlich unsere Anlage jetzt mal fertig. Was wir dann überlegen, ist eigentlich, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, aber das ist, wissen wir es ja nicht so genau, tatsächlich auch Energie zu speichern hier direkt für uns. Dass wir beispielsweise Batteriespeicher hier installieren und dann praktisch komplett autark auch werden können von außen. Ja. Wir haben ja mit unserer Winde haben ja schon relativ viel Puffer, aber das ist jetzt nicht so ein weiteres nutzbar. Mhm. Das wäre zu viel technischer Aufwand, sagen wir, die Winde jetzt als Batteriespeicher zu nutzen jetzt für die Beleuchtung. Eine Frage an Sie beide. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Sportverein wäre und überlege, sowas will ich auch aufs Dach machen, gibt es da irgendwelche Dinge, die ich bedenken muss? Was ist da jetzt wirklich wichtig? Ja, was wir am Anfang, wir Bürgerenergiegenossenschaft, natürlich prüfen, wenn wir so eine Idee weiterverfolgen, ist, wie groß ist das Dach? Welche Ausrichtung hat das Dach? Welche Dachneigung hat das Dach? Wird das Dach eventuell verschattet, wie es so schön heißt, durch Bäume oder Ähnliches? Und wie ist die Statik des Dachs? Wie ist der Zustand insgesamt des Dachs? Und da kann ich Ihnen sagen, also bei jedem Dach erleben wir da irgendwas anderes. Eine allgemeingültige Antwort gibt es eigentlich nicht. Aber ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen, sollte ein Dach etwa 30 Kilowatt Peak Leistung erbringen können. Das wäre welche Größe? Dann reden wir bei 30 Kilowatt Peak Leistung, reden wir etwa von 100 bis 150 Quadratmeter Dachfläche. Okay. Sollte eigentlich das Minimum sein. Darunter geht es dann im Privatbereich. Da mag sich sowas auch noch rechnen, aber für eine Investition eines Vereins eher nicht. Okay, wie ist bei Ihnen? Also wir reden hier nicht vom Balkonkraftwerk, sondern es ist schon ein Kraftwerk, was wir da gebaut haben. Ja. Unsere Boxenhallen muss man allerdings auch, nachdem wir den Gang zum Stadion gemacht haben, auch nochmal verstärken. Mhm. Das haben wir erst auch nicht gedacht, aber er hat gesagt, das hält es nicht aus. Ja. Dann haben wir halt mal in einer Wochenendaktion Balken reingezogen und dann hat es gehalten. Und wir haben einige Boxen, also von Segelflugzeugen, das sind eine gewisse Länge auch. Natürlich haben wir dann einige jetzt bepflastert mit den Solarzellen, um da jetzt 100 Kilowatt Spitzenleistung rauszuholen. Mhm. Ja. Und das kann man natürlich auch noch für andere machen, aber wie gesagt, wie wir vorhin schon sagten, eigentlich so, da ist die Begrenzung eigentlich die Energiemenge, die ich am Transformator einspeisen kann, ist die Grenze. Das ist für der uns. Begrenzende Faktor eigentlich, der Hauptfaktor. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wären Sie ansprechbar, wenn jemand sich weiter interessiert und näher interessiert? Natürlich, also hier auf jeden Fall die Vorstände der Luftsportgemeinschaft, der Roland Helfer und ich selber, Andreas Flick. Wir sind gern bereit, da Auskunft zu geben. Natürlich, wenn jemand Interesse hat, das Einfachste ist, am Kutschenweg hier vorbeizulaufen, sich das mal anzuschauen. Ja, und bei Naturstrom, da kann man jederzeit Mitglied werden, könnte auch in Karlsruhe bei Ihnen Mitglied werden. Ja, wir konzentrieren uns mit unserer Idee auf Rheinstädten. Wir wollten ganz bewusst ein Rheinstädten-Gefühl schaffen und deswegen können Mitglieder werden bei uns
entweder Menschen, die in Rheinstetten wohnen oder aber die eine Beziehung zu Rheinstetten haben. Sprich, hier in Rheinstetten arbeiten, in Rheinstetten praktisch den großen Teil ihrer Zeit verbringen. Auch solche Fälle haben wir. Aber grundsätzlich sollten es Rheinstädter sein oder auch einen Bezug zu Rheinstädten haben. Das macht Sinn. Herzlichen Dank. Es war eine Freude, mit Ihnen zu reden. Es war innovativ, es war inspirierend und macht neugierig. Wenn Sie in Karlsruhe Interesse haben an einer Bürgerenergiegenossenschaft, so bietet die KEK jetzt die Möglichkeit, sich dort kundig zu machen und auch Möglichkeiten für Sportvereine zu bieten und andere Möglichkeiten für zum Beispiel bei großen Dächern für Schulen und auch andere Gebäude. Und wenn Sie Interesse haben, einfach mal einen kleinen Rundflug mitzumachen oder hier am Kutschenweg und zum schönen Kutschenweg in Rheinstetten spazieren gehen, kommen Sie einfach mal in die Stadt. Wir sind am Wochenende sehr oft auch hier. Und fragen am Start, ob Sie mitfliegen wollen, dürfen, dann können Sie da auch mal gerne mitfliegen. So, und ich denke, wir starten jetzt. Gerne. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.